Und diejenigen, die jetzt schon aufgewacht sind, ich will es mal so bezeichnen, ist vielleicht der falsche Ausdruck dafür, aber die werden auf jeden Fall ein leichteres Durchkommen durch dieses Nadelöhr haben, wie diejenigen, die glauben, alles Gute käme vom Staat und von oben und man würde für sich sorgen. Ja, ich möchte auch mal einige Worte verlieren, nachdem ich jetzt so circa 10-mal bei euch hier in Wetzlar mit dabei war. Zunächst mal muss ich sagen, das ist aus meiner Sicht eine ganz fantastische Aktion und Aktivität, die ihr alle hier zeigt. Und ich musste jetzt auch diesen Begleiter, den wir ja bei häufigen Umzügen dabei haben, auch kennenlernen und bin wohl auch veröffentlicht worden, wie mir gesagt wurde. Und derjenige ist ja auch heute schon mehrfach Thema gewesen bei Ansagen jetzt hier. Aber vielleicht sollten wir einfach diesem Menschen nicht zu viel Wert und Energie zuwenden. Weil ich denke, das, was wir hier machen und tun, das ist etwas, was ja viel tiefer und weiter geht. Persönlich bin ich der Meinung, dass es eine Frage des Bewusstseins ist, ob man sich hier für eine Veranstaltung oder für eine Teilnahme an so einem Spaziergang einfindet oder ob man es nicht tut. Und ich glaube, die Masse tut es halt einfach nicht aus Gründen, man kann das vielleicht mit Verdrängung benennen oder mit der Hoffnung, dass man doch irgendwie durchkäme. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit angelangt, wo es mit diesen Methoden nicht mehr funktioniert. Nach allem, was ich so höre und lese, jedenfalls auf alternativen Kanälen, steht etwas an, wie auch immer das dann im Detail aussehen wird. Und diejenigen, die jetzt schon aufgewacht sind, ich will es mal so bezeichnen, ist vielleicht der falsche Ausdruck dafür, aber die werden auf jeden Fall ein leichteres Durchkommen durch dieses Nadelöhr haben, wie diejenigen, die glauben, alles Gute käme vom Staat und von oben und man würde für sich sorgen. Also insofern sehe ich es auch nicht als Beinbruch, wenn hier jetzt vielleicht etwas weniger Beteiligung ist wie zu Hochzeiten von Corona, weil die nächsten Probleme werden kommen, das weiß jeder, da kann ja sogar die öffentlich-rechtlichen Nachrichten konsumieren, die werden da auch gebracht. Also die Notwendigkeit, sich Gedanken zu machen und das Bewusstsein weiterzubilden und zu schärfen, die sehe ich nach wie vor und da kann ich wirklich nur mich bei allen bedanken, dass ihr immer wieder hier seid und das auch bringt. Das bestätigt jeden in seiner Meinung, die er ja sonst im Tagesgeschäft nicht so ohne weiteres honoriert bekommt im normalen Umfeld. Das war meine Worte zu dieser Sache. Dankeschön. Danke dir auch.
Ja, Volker, ich kann dir nur beipflichten. Ich habe es, glaube ich, anfangs gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Eigentlich gebe ich auch solchen Kollateralproblemen ungern so viel Energie, die uns nicht weiterbringt. Ja, danke. Genau. Ja, ich hatte angeboten letztes Mal, dass man auch alternativ sich engagieren kann, neben Spaziergängen, Schilderdemo oder auch hier im Austausch. Ich hatte bisher zwei Rückmeldungen dazu. Ich würde eventuell gerne eine kleine, bei Kaffee und Kuchen so ungefähr, eine kleine Info machen. Wer Interesse hat, gerne sich noch bei mir melden. Ich würde auch etwas über die Genossenschaft zum Beispiel erzählen, was durchaus ein alternativer Weg ist, zu sagen, ich mache mich möglichst autark, abhängig von vielen, vielen Dingen, wo sie uns das Leben schwer machen können. Ich denke, jeder Schritt in die richtige Richtung dort oder in eine solche Richtung hilft uns, auch strukturierter uns gegenseitig zu helfen. Langfristig wollen wir da schon auf alle Fälle auch mit einem Heilzentrum, mit Lerngruppen, alternativen Lernen und Selbstversorgung im weitesten Sinne durchstarten und da was auf die Beine stellen. Heiko hat das Projekt schon mal kurz vorgestellt. Das ist hier eine Kaserne hier im Elmhorn-Dill-Kreis. Da sind wir jetzt gerade in der Gründung. Ich hoffe, am Donnerstag geht es da vorwärts. Ja, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ich kann die und will die jetzt nicht hier alle ausbreiten. Das ist hier, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das Forum, wo man es machen sollte. Deshalb, ich kann nur noch mal wiederholen meine Einladung. Wer Interesse hat, gerne. Ja, wenn sonst keine weiteren Redebeiträge sind, so wie es aussieht, dann wünsche ich euch einfach noch einen tollen, schönen, restsonnigen Abend und freue mich auf nächsten Montag, euch wieder zu sehen. Macht's gut!